Servus, grüßt euch. Ich möchte euch eine Neuerung in Altbahn 24 vorstellen. Aus dem Grund, weil ich da eine neue Möglichkeit und Chance für mich entdeckt habe. Vor allem im Ingenieurbau, da weiß ich's, da macht es Sinn. Ihr kennt es ja, ihr habt eine Projekt- und Ressourcenverwaltung. Das hieß damals noch, glaube ich, Projektöffnende Button. Ich nenne es einfach Projektordner, nennt es ihr Projektverwaltung, wie ihr wollt, aber ihr wisst, wo ich drin bin, glaube ich, hier auf den großen Button, sonst könnt ihr ja gar keine Projekte öffnen. Und dort sind ja in einem Verzeichnis alle eure Projekte abgespeichert. Und eigentlich aus meiner Logik, ja, aus meiner Naivität sage ich einfach, das soll so sein, das macht doch voll Sinn, weil wenn ich jetzt hier auf ein Projekt klicke, dann sehe ich hier, da ist es abgespeichert, wunderbar, und sind alle Projekte an einem Ort. Und wenn ich ein Projekt bearbeiten möchte, weil ich in die Daten eingreifen möchte, oder, dann bin ich da ganz schnell unterwegs, gehe einfach auf mein Allmenü, dann Service, Windows Explorer, und dann gehe ich zum Beispiel mein PRJ und schon bin ich da. Macht schon Sinn. Aber die Idee ist jetzt folgendes: Ich weiß, dass die Ingenieurbüros eigene Projekte anlegen, also eigene Projektordner. Da sind dann meistens die Werkpläne irgendwo abgespeichert, da sind die Bauaufmaße irgendwo gespeichert oder die Fotos und die Vorgaben, die Statiken, die Grüneinträge, die Freigaben, die Schaltpläne, Bewährungspläne, Positionspläne, ja, alles Mögliche, was zu dem Projekt dazugehört, ist in einem Ort. Aber das Altplan-Projekt, das Zeichenprojekt, das ist dort nicht abgespeichert. Allerdings sind die ganzen Frilo-Daten oder Skia-Daten, die sind schon wieder im anderen Projekt abgespeichert, aber nicht die Allplan-Daten. Und es gibt ja die Möglichkeit, in einem Allplan-Projekt einzustellen, dass die Pläne oder die PDF-Exporte in das Projektverzeichnis abgespeichert wird. Davor immer einen Graus gehabt, weil ich jedes Mal, wenn ich da reingespeichert habe, war falsch. Also habe ich immer gesagt, okay, dann nimm mir immer den letztgespeicherten Pfad, den ich ausgewählt habe. Und dann passiert es halt, wenn du das Projekt wechselst und klickst einfach exportieren und denkst mal kurz nicht mit, dann hast du halt einfach die Pläne von einem Projekt ins andere rein exportiert, also in den anderen Ordner rein exportiert. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie cool wäre es denn, wenn ich auch die Alplan-Projekte in diese Projektordner im Explorer erstelle. Dann wäre jedes Mal, wenn ich dann einstellen würde, PDF exportieren nach Projektordner, also nach Alplan-Projektordner, dann wären die alle an einem separaten Ort. Clever. Wie machen wir das? Also wir haben jetzt die Möglichkeit, hier, ich habe hier Localhost, weil ich habe hier keinen Workgroup drauf. Ich bin ja alleine und ein Rechner, das reicht. Aber es gibt hier auch meine Projekte. Und jetzt könnt ihr das Projekt irgendwo abspeichern, also gar nicht mehr hier in dem Altplan-Verzeichnis, sondern irgendwo. Und jetzt, wenn wir ein neues Projekt beginnen, machen wir mal hier ein neues. Wir schreiben hier YouTube, wie nennen wir es, wie immer, liken, abonnieren. Ja, jetzt wird der Paul bei uns wach. Eieiei. Deswegen muss ich kurz Pause machen. Paul braucht Pause. So, Paul ist wieder versorgt. Ja, wir nennen es YouTube liken und abonnieren. Warum? Weil ihr das natürlich jetzt tun sollt, um den Logarithmus nach vorne zu pushen. Aber nur, wenn euch mein Content gefällt. Ansonsten klickt ihr immer auf Daumen runter, mir doch egal. So, jetzt YouTube liken und abonnieren. Nein, wir nennen das Projekt einfach Test YouTube und speichern das Ganze ab mit keiner Vorlage, damit es schneller geht. Halt zurück, nicht Localhost, sondern auf Durchsuchen. Und jetzt schmeißt man das Ganze einfach mal hier auf mein persönlich, so, dann Projekte, das sind meine aktuellen, das sind schon sehr viele im Archiv. Machen wir einfach mal Fritz Halle von meinem Bruder. So, gut, jetzt schreiben wir hier, ja, dann schreiben wir auch hier D24 minus 07 Fritz Halle rein. Und jetzt können wir hier die ganzen Sachen hier auswählen. Ich lasse das alles immer auf Projekt. Und jetzt haben wir hier unser Projektal. Gehen hier auf unseren Pfad. Wieder auf Projekt und Ressourcenverwaltung. Und sind hier bei meinen Projekten. Ist da dieses Projekt hinterlegt? Das finden wir hier gar nicht. Also nicht dasselbe wahrscheinlich. Aber irgendwo gibt es eine Fritz Halle, glaube ich. Und der Sonnenstrom Pöppel heißt hier. So, hier Fritz Halle. Und wir können jetzt auch hier
Rechtsklick. Eigenschaften. Ah, hier unten bin ich doof. Hier unten sehen wir, was abgespeichert ist. Ihr könnt da auch einen Rechtsklick drauf machen. Das habe ich jahrelang nicht gewusst, aber das ist so genial. Und ich muss das ein bisschen, aber ich hole jetzt hin, damit ihr es ganz seht. Genau. Ihr könnt jetzt den Ordnerpfad kopieren, im Explorer öffnen. Mega cool. Jetzt bin ich hier gleich drin. Und jetzt seht ihr Folgendes. Wir haben hier zwei Orte. Einmal in unseren Standard-PRJ-Ordner, also wo alle Projekte abgelegt sind, und die Ordner heißen auch .PRJ. Und dann gibt es eine Datei, die heißt .PRJ. Von der Dateigröße sieht man hier 1 KB, ist natürlich viel kleiner als diese Ordner hier oben. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Link. Ich schaue mal kurz nach, ob man im Notepad was erkennen kann. Ah ja, hier seht ihr einfach den Link zur Fritz-Halle MS OneDrive. Und dann geht hier noch was auf. Hier im OneDrive, hier ist unser Projekt abgespeichert. Coole Sache, oder? Und jetzt könnte ich hier jedes Mal meine Projektdaten abspeichern. Das ist für mich das neue Coole, sage ich jetzt mal. Was noch neu ist, man kann jetzt Projekte nicht nur als Projektsicherung erstellen. Die ganzen Oldschool-Leute, die kennen es vielleicht noch so, dass man hier auf Konfiguration im Allmenü gegangen ist, Sicherungspart eingestellt hat, Datensicherung erstellen, ganze Ordner, Projekte und dann wieder auf Einspielen, blablabla. Dann sind zwei Dateien erzeugt worden, eine ZIP-Datei mit dem ganzen Projekt und eine Informationsdatei, die gebraucht wurde, um das Ganze wieder einzuspielen. Zwei Dateien. Hier geht es so, Rechtsklick, Projektsicherung erstellen, dann haben wir eine Datei, die können wir auch importieren, zum Beispiel, wo bin ich, Downloads. Zack, dann können wir das Ganze importieren. Halt, die habe ich schon, die Datei. Aber ich glaube, Alban, ja, Alban sagt mir jetzt auch, stopp, die hast du schon. Also von dem her alles cool. Aber so geht's. Per Drag and Drop können wir auch hier ein Projekt reinziehen. Ist wieder eine ZIP-Datei mit allen Dateien. Aber Alban hat es auch einfacher gemacht für die Leute und gesagt, wir machen eine APN-Datei. Ja, ich gehe auf meine Datei, Rechtsklick und kann jetzt hier als Projektdatei .APN speichern. Abspeichern. Dann habe ich eine einzelne File, die sauber und bequem unverfroren ist. Was ist es überhaupt? Moment, schauen wir uns das an. Gehen wir in den Downloads-Bereich und haben hier jetzt die APN-Datei. Ihr seht, das ist keine, es ist schon im Endeffekt gezippt, klar, aber es ist jetzt nicht so ein ZIP-Ordner, wie es standardmäßig ist und keiner weiß, was das eigentlich ist. Ist es schon gezippt im ZIP? Viele nutzen ja auch den Weg über WE-Transfer und wenn man da mehrere Daten reinschmeißt und Ordner, dann werden die alle gezippt. Und mir ist schon mal passiert, oder auch bei meinen Kunden ist schon öfters passiert, dass die gesagt haben, hey, dein Projekt funktioniert nicht per Drag and Drop, ich habe das probiert, funktioniert nicht. Ja, weil WE-Transfer nochmal einen ZIP draus gemacht hat. Hier, sage ich einfach, ich habe dir eine APN geschickt, wunderbar, fertig aus. Oh, weg da, Ruhe. So, jetzt schauen wir hier noch auf weitere Optionen. Ich möchte mal kurz schauen. Okay, das ist verschlüsselt, klar. Weitere Optionen. Eigenschaften. Da öffnen mit Allplan 24. Da wird es natürlich spannend, ob dann auch in Zukunft immer das richtige Allplan ausgesucht werden würde. Das würde nämlich mir die Arbeit erleichtern, weil ich bekomme oft Projektdaten zugesandt und da stehen dann natürlich nirgends dran, in welchem Altplan das gezeichnet wurde und ich habe dann wieder die Qual der Wahl und musste wieder konvertieren und suchen. Und hier würde dann eine Lösung gefunden werden. Was echt cool ist, ich kann auf die APN-Datei auch einen Doppelklick drauf machen und dann wird die Anwendung in Altplan gleich direkt gestartet. Finde ich echt Bombe, das ist so wie Excel oder Word oder sonst irgendwas. Es startet halt einfach das richtige Programm, diese Datei. Ja. Wenn ich euch jetzt weiterhelfen konnte oder euch was Neues gezeigt habe, was Neues gelernt habe, vielleicht eine coole neue Systemvorlage für eure Projekte erstellt habe, dann liked doch bitte das Video, abonniert den Kanal und zeigt es vielleicht euren Kollegen und diskutiert darüber, ob das nicht euer neuer Bürostandard wird. Ja, vielleicht zeige ich es nur kurz. Optionen hier, Arbeitsumgebung, Voreinstellungen, PDF, wo bist du? PDF exportiert. Nicht letzter, dann auf Projekt auswählen und schon habt ihr immer die PDF-Export in eurem Projekt erstellt. Genial, oder? Was sagt man dann zum Abschluss? Servus, ciao, ciao, euer Peter.